Ich bilde mir ein, dass sie mich immerzu angelächelt hat beim Malen. Eigentlich ist es nicht lange her, ein paar Jahre nur. Wann war es? War es 1863 oder 64? Wir besprachen die Kleider, die Frisuren, die Farbkontraste. Seltsam unruhig war ich, nervös. Immer wieder stellte ich mir dieselben Fragen. Werde ich ihren Erwartungen gerecht? Wird Sissi ihre Haare öffnen? Was für eine Frau ist die Kaiserin? Ach, das wird schwer, die zu öffnen. Ah, es geht. Wo genau wollen Sie hin? Welche Bilder suchen Sie? Wir sind jetzt im obersten Stockwerk, im vierten. Wir müssen bis zum Ende gehen, hat sie gesagt. Ziemlich groß hier. Ist es hier? Das ist es jetzt, oder? Wir lieben in diesen Bildern das Gleiche, das wir in den Romanen von Marcel Proust oder von Tolstoi erleben. Und wenn wir die Bilder von Winterhalter sehen und die Augen schließen und die Musik von Chopin hören, dann können wir uns vollständig in diese Zeit hineinversetzen. Die Zeit war ja keine bessere wie die heutige. Die hatte genauso ihre Schwierigkeiten, genauso Ungerechtigkeiten und Dramas in sich. Also diese Zeit zu idealisieren, ist Unsinn. Für mich war diese Zeit natürlich um 1830 und noch später die Zeit, wo unsere Landschaft so vollständig erhalten war und durch keine Industrialisierung zerstört. Also wenn ich Bilder von Winterhalter sehe, sehe ich unzerstörte Landschaften. Das ist natürlich was Wunderschönes, wenn man Bilder um sich her hat, die an diesem Ort gemalt wurden, mit dem Besitzer dieses Ortes oder mit Landschaften diesen Orten. Und wir leben ja doch in einer Zeit, die auch sehr vergänglich ist. Und natürlich ist ganz Europa durch diesen Ersten und Zweiten Weltkrieg vollkommen erschüttert worden. Es ist sehr selten, dass die Bilder noch dort sind, wo sie mal gemalt wurden. Und das hat einen ganz besonderen Charme. Meine ganze Großfamilie lebte hier. Mein Großvater, mein Onkel mit Kindern, mein Vater mit Kindern, die ganze Verwaltung. Das war ein riesiger Hofstaat von annähernd 150 Personen, die hier auf diesem Hof lebten. Die Gräfin Langenstein ist meine Ur-Ur-Großmutter und ihr Bruder, der Graf Langenstein, dadurch mein Ur-Ur-Onkel. Dieser junge Winterhalter hat sich besonders angestrengt, hat versucht, und das ist ja die große Kunst des Porträts, die Charakterzüge des Betreffenden herauszuarbeiten. Und hier, ich finde, bei ihm besonders, aber bei ihr, der Schwester, bei der Luise ebenfalls, sieht man solch eine Jugendlichkeit. Es geht gerade über von der Kindheit zum Erwachsenwerden. Ich glaube, dass der Winterhalter
sehr, sehr konzentriert war auf seine Arbeit. Und das ist ja schon ein unwahrscheinlicher Weg von einem Schwarzwaldtal, das damals ja noch viel, viel einsamer war wie heute, den Weg dann in das Karlsruhe, München, das war ja schon Großstadt, aber dann Paris, dann London, dann Windsor und das alles als Schwarzwälder. Und da muss man schon eine gewisse innere Stärke haben, das verkraften zu können. Und natürlich sicherlich auch immer die Angst, wie lange bleibt der Erfolg? Lässt er dann nach? Oder ich finde das fabelhaft, dass gerade so ein Schwarzwälder Bauernbub einen solchen Weg in die Welt gefunden hat. Bin ich eigentlich noch ein Schwarzwälder oder vielleicht doch ein Franzose, wie viele jetzt behaupten? In Windeseile hat sich mein Lebensfaden abgespult. Das Bild meiner Laufbahn steht, beinahe fertig, auf der Staffelei. Weit zurück die Kindheit im Menzenschwander Hinterdorf, meiner geliebten Heimat, tief hinterm Feldberg, mitten im Schwarzwald. Arbeiten mussten wir damals freilich Tag ein, Tag aus, meine Geschwister und ich. Im Stall, auf der Weide, im Haus. Der Vater war arm, ein Uhrenträger, Bauer und später ein Gastwirt. Aber er besaß ein gütiges Herz, einen klugen Kopf und er hatte einen klaren Blick. Ich durfte zeichnen. Und als der Pfarrer eines Tages sagte, ich sei begabt, schickte man mich in die Lehre nach Freiburg. Ja, ich war erst 13 und durfte schon das grafische Handwerk erlernen. Gut möglich, dass ich mein Talent einem Mönch aus St. Blasien zu verdanken habe, der angeblich mein Großvater war. Eins aber weiß ich genau. Die Lehre war für meinen Bruder und mich kein Zuckerschlecken. Wir hatten Heimweh und mussten schuften. Eine Zeit lang, daran erinnere ich mich sehr gut, da war es besonders schlimm und ich schrieb in größter Eile an die Eltern, wir müssten immerzu arbeiten, an Sonntägen wie an Werktägen. Freiburg mit dem Münster und seinen engen Kopfsteinpflastergässchen hat mir dennoch gefallen. Eine Stadt mit 9000 Seelen war etwas Neues für mich. Meinem Fleiß habe ich viel zu verdanken. Doch dass ich es tatsächlich schaffen, dass ich als Maler Erfolg haben und mich durchsetzen würde, daran habe ich lange nicht geglaubt. Oft habe ich an mir gezweifelt, auch noch als ich in München an der Kunstakademie mit dem Studium begann. Dort aber gelang mir der Sprung zur Ölmalerei. Und als der Baron von Eichthal mich dem Karlsruher Hof empfahl, fasste ich Mut. Ich war überglücklich, als ich vom Großherzog ein Stipendium erhielt. Später habe ich die Großherzogin Sophie mehrfach gezeichnet und gemalt. Dank der Unterstützung des Badischen Hofs konnte ich im Spätsommer 1832 nach Italien aufbrechen. Wie tatendurstig ich war! Italien war ein Traum. Voller Begeisterung begann ich, meine Skizzenbücher zu füllen. In Rom holte ich mir schöne Frauen als Modelle ins Atelier. Ich arbeitete mit großem Elan. Mein Ziel war es, mir für spätere Zeiten ein Motivreservoir anzulegen. Meine kühnsten Träume sollten in Erfüllung gehen. Aus dem kleinen Bauernjungen wurde der Fürstenmaler Europas. Okay, gut. So, Hinterhalter B. Was ist es? Das war die Schwester von der Kaiserin Eugenie. Also toll ist ja wirklich wieder hier, wie er den
Acryl gemalt hat. Das ist ja so luftig und so leicht. Also wenn man das hier sich anschaut, das hat eine wahnsinnige Plastizität. Und auch diese Perlen, ne? Also das konnte er wirklich gut, diese Accessoires auch der Damen malen. Nur wenn man näher rangeht, sieht man, dass das eigentlich nur Punkte sind. Das ist eigentlich so eine manesche Malweise, ist, die punktuell eingesetzt wird. Genau, der Effekt aber von Weitem. Aber das Gesicht ist total detailliert. Ne? Ja, das stimmt. Dafür war er auch ja bekannt, ne? Dass er die Gesichter ganz detailliert gemacht hat und auch wirklich einen schönen Ausdruck reingebracht hat und dann aber die Kleider ganz lasieren, teilweise ganz grob vielleicht auch fast aufgetragen hat. Nee, das sehe ich jetzt erst, da sind ja zum Beispiel die Äderchen an der Schläfe, unglaublich. So ganz leicht kommt die blaue Ader durch, dann dieses leichte Rouge, dann der Schatten unter der Nase, also eigentlich auch wieder unglaublich präzise gemalt. Ja, man kann schon tatsächlich sagen, dass Winterhalter auch den Modegeschmack geprägt hat durch seine Bilder. Also die Frauen, es gibt ein Zitat, es haben wohl Frauen bei einer Ausstellung von Winterhalter bedauert, dass die Adresse des Schneiders nicht direkt mit auf dem Bild steht. Also die haben schon auch die Kleider wirklich bewundert und das kam sehr gut an. Und tatsächlich gibt es auch einen Modedesigner, Charles Frederick Worth hieß der, der ganz viele der Damen damals eingekleidet hat und einige seiner Kreationen finden sich dann wiederum auf den Bildern von Winterhalter. Also irgendwie haben die sich gegenseitig unterstützt, wenn man so will. So, wir können jetzt auch durchaus mal neben die Herzogin von Alba so ein bisschen halten. Also man kann eigentlich auch ganz schön im Vergleich sehen, dass das qualitativ genauso gut ist. Also da ist einfach auch die Hand von Winterhalter eindeutig zu erkennen. Es könnte ein Mädchen aus dem Schwarzwald sein, aber wir wissen es nicht genau. Ja. Ja, da bin ich ja gar nicht sicher, ob wir das wirklich als ein originales Werk bezeichnen können. Ich glaube, das ist eher in seiner Werkstatt entstanden. Er kann ja auch nicht alle Bilder selber gemalt haben. Ne? Es gibt so unglaublich viele Bilder von Winterhalter, so viele Kopien auch, also von den offiziellen Staatsgemälden. Das kann er gar nicht geleistet haben, sein ganzes Leben. Winterhalter ist in der deutschen Geschichtsschreibung, muss man fast sagen, fast vergessen worden. In vielen Standardwerken zum 19. Jahrhundert ist er manchmal nur eine Fußnote, obwohl er eigentlich der berühmteste und wichtigste deutsche Maler des frühen 19. Jahrhunderts gewesen ist. Ich denke, da spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Es ist einmal der nationale Blick, der nach 1870 ihn zu einem französischen Künstler abstempelt. Dann aber auch, dass er sich mit der höfischen Welt so intensiv befasst hat, das interessierte dann irgendwann nicht mehr. In England, in Großbritannien und in Frankreich ist er immer sehr stark in Erinnerung geblieben und auch stark rezipiert worden, während er in Deutschland leider vergessen gewesen ist. Der badische Hof hat mir in Paris die Türen geöffnet, gar keine Frage. Doch ich habe mich auch ins Zeug gelegt. Mein Plan, im Pariser Salon auf Genrebilder zu setzen, ging auf. Die Zeitschrift L'Artiste hat es klipp und klar gesagt. Es ist das Genrebild, das die Menge anzieht. Man versteht es sofort. Wie war das in meinen ersten Pariser Jahren? Was haben die Zeitschriften geschrieben? Ja, ich war über die Maßen stolz, als ich im Kunstblatt lesen konnte, ich hätte mit meinem Decamerone alle Blicke bezaubert. Genau das wollte ich. Das Publikum bezaubern, es aus der lauten, geschäftigen Gegenwart entführen, in eine andere Welt, in ein ideales, südländisches Leben. Ein französischer Kritiker schrieb über mein Gemälde Il Dolce Far Niente, es zeige echtes Talent. Und ich erhielt eine Goldmedaille. Schon Ende der 30er Jahre ging es mir auch finanziell sehr gut und es wurde immer besser. Louis-Philippe schlägt nach der Juli-Revolution von 1830, nachdem er den französischen Thron bestiegen hat, vor, Frankreich eine neue konstitutionelle Monarchie nach englischem Modell zu geben. Diese neue Regierung sucht auch einen neuen Porträtmaler, um sich von dem Stil der vorangegangenen Monarchie der Bourbonen abzusetzen. Winterhalter kommt genau im richtigen Moment nach Paris, um 1830, wo er die ganze königliche Familie malen wird. Thank you.
Hier können wir zwei Maler entdecken, die aus vollkommen unterschiedlichen Generationen kommen. Der Maler Ingres, der am Ende des alten Regimes geboren und dort auch ausgebildet wurde. Und Winterhalter, der ein Mann des 19. Jahrhunderts ist. Sie haben eine vollkommen verschiedene Auffassung von der Malerei, auch wenn Winterhalter das Werk von Ingres natürlich kannte. Ingres malt noch wie gezeichnet. Das ist typisch für ihn, eine sehr präzise Malweise, die man bei dem Dekor des Teppichs gut erkennt. Dieser neoklassizistische Stil mit geraden Linien. On voit d'ailleurs souvent par transparence même les lignes d'ailleurs de préparation du tableau. Et avec Winterhalter, on a un changement de complète génération. Bei Winterhalter sieht man den Wechsel zu einer neuen Generation. Hier zählt nicht mehr die präzise Zeichnung, hier zählt die Farbe. Natürlich muss man zeichnen können, um zu malen. Und Winterhalter war als guter Maler auch ein hervorragender Zeichner. Aber er hat eine neue Freiheit im Farbauftrag. Das sieht man an den Kleidern, auch wenn die Gesichter und die Hautfarbe noch ein wenig wie bei Ingres sind. Die Bilder sind etwa zur gleichen Zeit entstanden. Aber die beiden Maler haben ein sehr unterschiedliches Alter. Mais les deux tableaux sont faits à peu d'années de distance en même temps, mais par deux artistes effectivement d'âge complètement différent. Wenn man über Malerei spricht, darf man nicht vergessen, dass genau in diesen Jahren eine Generation die nächste ablöste. Bald schon kam der Impressionismus um 1860. Dans les années 1860. Als das Haus Orléans seine Tore für mich öffnete, als ich Louis-Philippe und seine gesamte Familie porträtieren durfte und zum Ärger der französischen Kollegen zum Hofmaler avancierte, war ich ein gemachter Mann. Louis-Philippe war mir sympathisch. Er war ein Bürger, kein König von Geblüt. Und wahrscheinlich lag hier auch der Grund für all die vielen Bilder verborgen, die ich in den Jahren herzustellen hatte, in denen ich in seinen Diensten stand. Die Bilder sollten die fehlende Tradition ersetzen. Gut, ich wurde von Louis-Philippe angemessen bezahlt. Mehr als 300.000 Francs flossen in meine Kasse. Es war eine Herkulesarbeit. Bisweilen sogar eine fieberhafte Schufterei. Über 140 Porträts. Ich habe die Herrschaften nach bestem Wissen dargestellt, habe sie, je nach der politischen Situation, ins passende Licht gerückt. Nicht zuletzt ist es mir auch gelungen, die Damen so abzubilden, wie sie sich selbst sehen wollten. Ohne die Unterstützung meines Bruders Hermann hätte ich die viele Arbeit nicht bewältigen können. Als Hermann im 40er Jahr nach Paris kam, haben wir, um unsere neue Gemeinschaft zu feiern, ein Doppelporträt von uns angefertigt, bei dem jeder sich selbst gemalt hat. Hermann steht eher im Hintergrund und erscheint ein wenig schüchtern, während ich das Heft in der Hand habe und die Geschäfte führe. Die frühen Pariser Jahre waren eine anstrengende Zeit. Die Zeitschrift L'Artiste schrieb, ich glaube im Jahr 1846, es sei eine undankbare Tätigkeit, Prinzessinnen oder Generäle zu ansprechenden Gruppen zu arrangieren. Dennoch schrieb ein anderer Kritiker, der beste Porträtmaler von Paris sei ein Deutscher. Winterhalter stelle alle anderen in den Schatten. Und das ist Menschenschwand. Oder vielleicht auch irgendwelche Vorfahren, die du da hast. Oh, ja. Wer sind die denn? Da ist der Winterhalter. Der Franz Xaver. Und da ist der Hermann Fidel Winterhalter. Das war der siebte und achte dieser Söhne. Mhm. Das waren also unsere berühmten Maler. Ja, die waren ja beide nicht verheiratet, hatten keine Frauen und keine Kinder. Mhm. Der Kleine immer im Schatten seines großen Bruders. Der große Bruder, der war der Bekanntere, der Berühmtere. Und der Kleine, der aber fast genauso gut porträtieren konnte und seinem Bruder auch oft geholfen hat, um Bilder, die wichtig waren, auch zu lithografieren und dergleichen. Die waren ja ganzes Leben praktisch zusammen. Ja? Das ist später. Da kommen sie.
Das sind ja Bilder, die im Nachlass geblieben sind. Und die sind wohl alle irgendwo in der Verwandtschaft noch weitgehend vorhanden. Das soll also eine Bernerin sein, so heißt es offiziell. Und im Hintergrund ist da noch auf dem Bild das Jungfraugebirge zu sehen. Und vielleicht hat das irgendwie einen gewissen Zusammenhang, dass Winterhalter sich für dieses Mädchen speziell interessiert hat. Hier haben wir zwei Aquarelle von Winterhalter aus von seiner Italienreise, die mir besonders eigentlich viel Freude immer machen, weil ich sowas gern sehe, so lebendig. Und hier ist vor allen Dingen das Interessanteste, das ist eine Federzeichnung von der Queen Victoria, die sie im Zeichenunterricht bei Franz Xaver Winterhalter gemacht hat. Von 1842 ab hat sie ihn ja nach London gerufen. Und dann ist sie etwa 16 Jahre lang jedes Jahr, so 2 bis 3 Monate, in London, im Buckingham Palace, und hat da abwechselnd ihr Zeichenunterricht gegeben und gemalt. London, den 27. Juni. Lieber Vater, gegenwärtig sind wir noch in London, gesund und wohl. Gott sei Dank. Ich habe das Porträt der Königin von England gemalt und von ihrem Gemahl, dem Prinzen Albert von Sachsen-Coburg. Vermutlich gehe ich im nächsten April wieder nach London, um dort noch einige Porträts zu machen, die ich versprochen habe. Es ist zwar sehr schwer, dort zu leben, allein, dass man auch besser bezahlt wird. Man verdient mehr. England. Ja, England. Nach der 48er Revolution waren mir erst Belgien und dann vor allem England wichtige Fluchtorte. Den Umsturz, den lehnte ich aus ganzem Herzen ab. Buckingham Palace war mit seinen ungezählten Treppenstufen und den schier endlosen Gängen beeindruckend für mich. Eine Majestät oder ein Herrscher zu sein, bedeutet unter anderem, Abstand zu halten vom Volk. Und jenen Abstand habe ich ja auch in vielen meiner Porträts zum Ausdruck gebracht. Ich konnte es anfangs kaum glauben. Buckingham Palace besaß keine Heizung. Der Palast war stets kalt und klamm. Im Grunde alles andere als königlich. Innerhalb der königlichen Sammlung ist Winterhalter enorm wichtig. So viele Orte werden von seinen Porträts bestimmt. Unser Bild des viktorianischen Zeitalters, vor allem das der Königin und ihrer Familie, wurde komplett von Winterhalter erschaffen. Wir sehen Königin Victoria durch Winterhalters Augen. Als er hier eintraf, hat er etwas mitgebracht, das so ganz anders war als der vorherrschende Stil der britischen Porträtmalerei. Etwas, das mehr nach Ingres aussah, mit einer größeren Klarheit, einer glatteren Oberfläche, und ich glaube, das hat wirklich frischen Wind hier reingebracht. Aber auch er hat etwas von dem hier herrschenden Geschmack aufgesogen. Sein Stil wurde leichter. Viele seiner Porträts sehen fast unfertig aus, wie eine unscharfe Fotografie, die im Zentrum klar und an den Rändern weicher ist. Sehr dünn gemalt, sodass alles eine leichte, spontane Wirkung hat. Ein Porträtpaar von Königin Victoria und Prinz Albert dominiert diesen Marmorsaal und begrüßt jeden, der den Buckingham Palace betritt. Die Bilder hängen aber anders herum als sonst bei Porträts von Paaren üblich. Hier ist Königin Victoria als Regentin auf der von ihr aus rechten Seite und er als Prinzgemahl auf der linken. Sie ist der Chef in dieser Perspektive. Unter den vielen, vielen Bildern Winterhalters von Königin Victoria ist eines, das sie mit offenem Haar und in einer Art Nachthemd zeigt, einem sehr unspezifischen Kleidungsstück. Das ist sehr sexy und ein intimes Porträt für Prinz Albert.
Im 19. Jahrhundert trug man als Frau in nahezu jeder Situation die Haare hochgesteckt. Das Haar fallen zu lassen bedeutete, dass man auf dem Weg ins Bett war. Das ist schon sehr subtil. Victoria war noch sehr jung, als ich sie kennenlernte. 21 Jahre. Bisweilen konnte sie launisch und auch ein wenig aufbrausend sein. Mir gegenüber war sie jedoch von ausnehmender Freundlichkeit. Ich bin überzeugt, sie mochte mich wirklich. Mich und meinen bäuerlichen Charme. Bei der Komposition meines Gemäldes »The Royal Family« blicken lediglich die Queen und Helena, ihr jüngstes Kind, den Betrachter unmittelbar an. Meine Aufgabe war es zu zeigen, dass die Königin das Sagen hat, während der Prinz eher den Kindern zugeordnet wird. Dieses Porträt der königlichen Familie wurde bei meiner Ausstellung in St. James Palace von mehr als 100.000 Menschen gesehen. So wurde ich nicht zuletzt dank meiner englischen Aufträge im Lauf der Jahre zum bestbezahlten europäischen Hofmaler. Nun saß ich selbst auf einem Thron, wenn auch nur auf dem der Porträtisten. Und weil ich inzwischen nur noch das tat, was mir beliebte, bezeichneten mich die Mächtigen bisweilen als sonderbar. Jedenfalls kam mir das zu Ohren. Nun gut, damit ließ ich leben. Es geht uns immer gut. Ja, fast immer besser. Und ich hoffe, dass ich doch nächstes Jahr zu euch nach Haus kommen kann. Ich wäre schon lange gekommen, allein ich hätte zu viel von meinen Geschäften versäumt und zu viel Geld eingebüßt und jedermann gibt mir den Rat, von den guten Gelegenheiten zu profitieren. Denn es wird eine Zeit kommen, leider, wo sich die Gelegenheiten nicht mehr finden werden. Für mich lebe die Person. Sobald wir uns die Kleider übergestreift haben und wirklich perfekt, dann sind wir die Person, die mir darstelle. Und man wird anders behandelt, wenn man so ein Kleid anhat. Die Leute haben ein bisschen wie eine Mauer zwischen einen. Also da ist schon die Distanz. Ja? Man wird nicht gleich angebabbelt oder so, weil, ja, vielleicht ist es ja eine echte Prinzessin, oder? Man weiß es ja nicht. Könnte ja sein. Unser neuer Winterhalter, er macht es heute zum ersten Mal. Ja. Aber ich finde, es passt gut. Okay. Und sie ist die Kaiserin Eugenie, die vom Winterhalter natürlich in verschiedene Posen und verschiedene Kleider gemalt worden ist. Also sie war, hieß es ja damals, zusammen mit der Kaiserin Elisabeth, die schönste Frau Europas. Also die zwei. Ah ja, wunderbar. Ich bin die Irma Starei, eine Ungarin, und ich bin die letzte Vorleserin der Kaiserin Elisabeth gewesen. Ja, und ich bin auch die einzige jetzt bei dieser Truppe, die nicht von Winterhalter gemalt wurde, aber was nicht ist, kann vielleicht heute noch werden. Na, Winterchen? Klar, machen wir. Es war die Königin Victoria, nannte Winterhalter Winterchen, weil sie halt, sie war so begeistert von ihm, nicht nur von seiner Malerei, sondern auch von seinem Wesen, von seinem Charakter, von seiner Aufrichtigkeit, von seiner Bescheidenheit. Und die Königin Victoria hatte ja 9 Kinder, da war er also richtig beschäftigt. Dass jemand aus so armen Verhältnissen, aus denen Winterhalter stammt, es war eine arme Bauernfamilie mit 8 Kindern, wovon nur 4, nämlich die 2 Malerbrüder und 2 Schwestern, überhaupt erwachsen wurden. Und dass es jemand aus solchen Verhältnissen schafft, muss man sich mal vorstellen. Ein Bauernbub aus Mensenschwand hockt mit der mächtigsten Frau damals unterm Tannenbaum und feiert Weihnachten. Also schreibt der Vater
den Buben, was sie hier im Dorf an Hohn und Spott alles ertragen müssen. Man hat es ihnen nicht gegönnt. Man hat natürlich gesagt, ja, die haben es aber hoch im Kopf. Müsse die Kunst lehren. Kunst, was ist denn Kunst? Das ist ja keine Schafferei, oder? Der soll aufs Feld und in den Wald, wie unsere Burbe auch. So hat sich der Betrachter das vorgestellt. Perle glänze, die haben Perle ohne Ende. Perle bedeutet sowieso halt Reichtum, oder? Je mehr Perle, umso mehr Reichtum. So. Man sieht es ja auch auf den Bildern, wie sehr er jetzt so diese Stoffe herausmalen konnte. Man sieht es direkt, wie viele Schichten Organza auf dem Kleid war. Man sieht es direkt. Also er wusste schon, damals schon, von der hohen Schneiderkunst der damaligen Zeit. Es gibt Briefe, wo sich irgendwelche Prinzessinnen schreiben, wie wunderbar der Nachmittag mit Winterhalter war und wie er wieder von Menzerschwand erzählt hat. Und was gibt's von Menzerschwand zu erzählen? Dass man im Herbst, wenn man an die Füße gefroren hat, als Hirtenbube, was der Winterhalter sicher auch war, dass man sich, wenn man gefroren hat, sich in einen warmen Kuhflad reingestellt hat, damit man warme Füße gekriegt hat. Und das haben die Herrschaften aufgesogen wie ein Schwamm, weil davon haben die wieder keine Ahnung gehabt, wie es auf dem Dorf zugeht, wie die arme Bevölkerung lebt. Winterhalter ist für uns ein sehr wichtiger Maler, weil das Porträt Kaiserin Eugenie von Frankreich mit ihren Hofdamen ein Hauptwerk des Schlosses ist. Besucher reisen aus der ganzen Welt an. Winterhalter ist venu une fois au Palais de Compiègne. Winterhalter hat 1853 das Schloss von Compiègne besucht. Er war eingeladen, weil er beauftragt wurde, Kaiserin Eugenie zu malen. Oft waren die Künstler zu den sogenannten Series, den Festwochen, eingeladen, wenn der gesamte Hofstaat nach Compiègne reiste. So konnten die Künstler dem Kaiser und der Kaiserin nahe sein, sie studieren, ohne dass diese lange posieren mussten. Die Künstler nahmen nur am täglichen Hofleben teil, weil sie beauftragt waren, Porträts zu malen. Winterhalter wurde von seinen Malerfreunden der Französling genannt. Gleichzeitig blieb er für die französischen Kunstkritiker aber immer ein Deutscher. Das ist paradox, weil er sich sehr von der französischen Malerei anregen ließ, der Malerei des 18. Jahrhunderts. Die Kritiker verglichen ihn zum Beispiel mit Watteau, dem Neo-Rokoko, ein Stil, der zu dieser Zeit sehr gefragt war. Und also nannten ihn die Kritiker einen falschen Deutschen, der die französische Malerei abkupfere. Leichtigkeit, Anmut, Erotik, das waren Eigenschaften, die man der deutschen Malerei und Kultur gar nicht zuschrieb. Es ist sicherlich nicht besonders taktvoll, wenn man über ehemalige Auftraggeber despektierlich spricht. Aber Napoleon III. Wirkte nicht selten auf mich wie ein Taschenspieler oder wie ein Schausteller. Musik.
Immer wieder kam der Parvenu hinter seiner kaiserlichen Maske zum Vorschein. Einer Maske, die nicht zuletzt ich ihm mit Hilfe meiner Bilder angemessen hatte. Von bestimmten Marotten konnte Napoleon nicht lassen. Er pflegte, wie ein selbstbewusster Kaufmann, den Daumen der rechten Hand in seinem Uhrenring einzuhaken. Da er große Teile seiner Jugend in Konstanz und Augsburg verbracht hatte, gefiel es ihm, Deutsch mit mir zu sprechen. Die Kaiserin entstammte zwar altem spanischen Adel, doch ihr Vater war letztlich auch nichts anderes als ein Händler, der Obst und Wein feilbot. Sie war eine schöne Frau. Auf ihren großen Brillanten im Haar verzichtete sie nie. Gemeinsam mit anderen Prominenten wurde ich vom Kaiserpaar zu den regelmäßig stattfindenden Festwochen geladen. Mit einem Sonderzug hatten Dumas, Delacroix, Verdi und ich und all die anderen zum Schloss von Compiègne zu fahren. Offen gestanden, ich mag die Eisenbahn ebenso wenig, wie ich diese sogenannten Einladungen mochte. Doch wenn man Hofmaler ist, muss man eben auch zu Hofe gehen. Alexandre Dumas hat einmal geschrieben, die adeligen Damen stünden monatelang bei mir und bei Dubuff Schlange, weil sie, unterschrieb er wortwörtlich, in den Händen dieser geschickten Zauberer gut aufgehoben sind und ihre Ateliers stets so weiß, rosa und frisch verlassen wie Blumen. Das Paradox von Winterhalter ist, dass er von der Öffentlichkeit sehr gefeiert wurde. Er hatte enormen Erfolg. Seine Auftraggeber waren die wichtigsten Persönlichkeiten dieser Zeit. Au salon en France a toujours été très désagréable pour lui, très négative, parce que elle le voyait. Die Kunstkritiker aber schrieben sehr negativ über ihn. Sie meinten, er sei ein Opportunist, der sein Talent nur einsetze, um viel Geld zu verdienen. Und dass er sich dem Geschmack seiner Auftraggeber zu sehr unterwürfe, mit seiner minutiösen Malerei, der äußeren Erscheinung, der Spitzen, des Satins. Die Kritiker haben ihm auch vorgeworfen, er male viel zu schnell. Tatsächlich wollten die Auftraggeber nicht lange posieren. Für sie war ein guter Porträtmaler jemand, der seine Bilder schnell lieferte. Winterhalter war schnell und damit erfolgreich. Und so beschuldigten die Kritiker ihn, unseriös zu sein. Sie vernichteten ihn quasi moralisch, dass er seine Modelle nicht gewissenhaft studiere. So wie Ingres, der die Referenz der französischen Porträtmalerei seiner Zeit war. Die Kritiker sagten auch, dass sich Winterhalter zu sehr dem Hübschen unterwerfe, den hübschen Frauen, den hübschen Kleidern, statt die wahre Schönheit zu suchen, die tiefe Schönheit des Wesens. Einige meinten, er könne selbst mit einem hässlichen Modell ein schönes Bild malen und dass er viel zu sehr auf das Äußere achte und einfach alle verhübsche. Er galt als der Maler der Frauen, weil er, egal welcher Frau, Eleganz, Charme, eben etwas Hübsches geben konnte. Winterhalter hat getan, was seine Modelle von ihm verlangten. Die Damen wirkten vornehm zurückhaltend. Aber er hat auch einige Bilder gemalt, in denen er mit Erotik spielt, wie das Gemälde Florinda, auf dem eine Gruppe nackter Frauen dargestellt ist. Die Kritiker aber fanden, das sei eine kalte Erotik. Wie bei Ingres, eine Kühlschrank-Erotik, die sich allzu reserviert gibt. Er malte aber auch einige wenige Bilder, die sehr sinnlich sind, wie Madame Rimsky-Korsakow, die hier im Negligé erscheint. Allerdings waren diese Gemälde ausschließlich für den privaten Gebrauch gedacht. Auch Königin Victoria oder Sissi im Negligé sind Bilder, die nur für ihre Ehemänner bestimmt waren und niemals öffentlich gezeigt wurden.
Ich versuche, die Bilder meistens so zu lassen, dass man sieht, dass sie auch alt sind, dass auch ein älterer Firnis drauf ist und dass man aber trotzdem noch gut sehen kann, was der Künstler damit sagen wollte. Es waren schon Kollegen dran, auf jeden Fall. Von der Rückseite sieht man, dass zum Beispiel hier in der Ohrgegend, da ist ein Flicken hinten drauf. Und man sieht auch von vorne, dass da ein paar Retuschen sind. So, das sieht man schon, aber es ist sonst im guten Zustand, es ist auch nicht schlecht gemacht worden. Und wir haben auch hier Gemälde, wo noch nichts dran gemacht wurde. Das ist die gleiche Dame etwas früher in dem roten Kleid. Da sieht man, dass der Firnis zum Beispiel noch nie abgenommen wurde, was eigentlich relativ selten ist bei Gemälden. Also ich glaube, dass er einfach sehr gut mit seinem Material umgehen konnte. Also er wusste genau, wo er Pinselstriche setzt. Das sieht man ganz häufig bei der Kleidung. Die Gesichter sind immer sehr detailliert ausgearbeitet mit feinen Lasuren, sodass der Fokus auch aufs Gesicht geht. Und der Rest wird so ein bisschen gröber gestaltet, aber so, dass es wirklich jeder Pinselstrich sitzt und dadurch ein guter Eindruck entsteht. Man merkt es gar nicht, dass das mit so wenig Pinselstrichen gemalt ist. Also es wird relativ schnell dann auch gegangen sein, aber halt von der Wirkung her sehr gut. Und er wusste genau, was er tat. So. Auch wenn man das mit den Bildern von seinem Bruder zum Beispiel vergleicht, dass es da einen Unterschied gibt, obwohl die ja auch teilweise an den gleichen Stellen gelernt haben. Unser wunderbares italienisches Mädchen, die Zweifel werden immer größer, ob es wirklich Franz Xaver Winterhalter ist. Was ist denn der Stand der Untersuchung? Ja, also es ist wohl relativ eindeutig, dass wir es Hermann Winterhalter zuschreiben müssen, weil wenn man jetzt ganz genau die Signatur sich anschaut, die war ja bisher vom Rahmen verdeckt und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb es immer Franz Xaver zugeschrieben wurde. Aber man kann, wenn man ganz genau hinschaut, wirklich auch das H entdecken. Also man kann es ganz gut erkennen. Es kann kein X sein, es könnte doch Xaver heißen. Das haben wir ja erst vermutet, aber wenn man das vergleicht mit anderen Bildern von Hermann Winterhalter, wo auch die Signatur mit drauf ist, dann muss man schon sagen, es ist relativ eindeutig Hermann Winterhalter. Das ist ja ein ganz wunderbares Beispiel auch für das Verhältnis der beiden Brüder zueinander. Die Brüder haben so eng zusammengearbeitet, es gibt so viele Bilder, bei denen es nicht ganz klar ist, wer wirklich der Künstler dieses Bildes ist. Meinen Sie nicht, es könnte ein Scherz der Brüder gewesen sein, dass diesmal das Bild mit H. Winterhalter signiert wurde? Sonst hat immer Hermann Winterhalter im Namen seines Bruders gemalt und diesmal war es andersrum. Also man sieht im Hintergrund, dass der viel dichter und kompakter gestaltet ist als sonst bei Winterhalter üblich. Also bei Franz Xaver Winterhalter ist er immer sehr lasierend und hier ist er einfach dicht, schon mit der gleichen Hintergrundgestaltung, aber halt technisch anders aufgebaut. Aber vom Kunstwortwert müssen wir dann einige Nullen streichen. Das ist hart. Das ist hart, aber es ist auch eine wichtige Erkenntnis, kunsthistorisch. Ne? Also für die Wissenschaft. Genau, es ist toll, dass wir das herausgefunden haben in der Hinsicht. Gut, dann müssen wir das jetzt als Hermann mitnehmen. Unsere Familie lebt hier seit 160 Jahren und ich hoffe, dass die nächste Generation auch bleiben wird. Das Schloss wurde während der Französischen Revolution sehr geplündert. Xavier Branitzky kaufte es 1848, renoviert das Schloss und lässt die Einrichtung im Stil des Zweiten Kaiserreichs herstellen. Obwohl das Schloss bereits aus dem 15. Jahrhundert stammt, ist die Einrichtung aus dem Zweiten Kaiserreich, aus der Zeit Napoleon III. Hier ist die Bibliothek des Schlosses, die mit Winterhalter-Porträts geschmückt ist. Das sind alles Porträts der Familie Branitzky und Potocki. Du
Ich bin eine Nachfahrin von Marie Potocka, die auf diesem Porträt ist. Eine Kopie nach Winterhalter. Ich bin die Urenkelin von Marie Potocka Sangusko. Diese zwei Porträts hingen wahrscheinlich bei Nicolas Potocki, der ein Stadtpalais in Paris hatte, das heute die Handelskammer von Paris ist. Und nach dem Tod von Nicolas kamen einige Bilder hierher nach Montresor, während die anderen Bilder immer hier hingen. Denn als er das Schloss renoviert hatte, kam die Familie sehr häufig nach Montresor. Das sind die Schwestern von Xavier Branitzky. Winterhalter hat diese Damen entweder in Paris gemalt oder in Baden-Baden oder in all den anderen Städten, wo die Damen zur Kur fuhren. Im 19. Jahrhundert war es üblich, zur Kur in die Städte nach Deutschland zu fahren. Und Winterhalter hat sie dort gemalt. Dieses Porträt zeigt Katharina Branitzka, die Schwester von Xavier, in einem orientalischen Kleid, das entweder türkisch oder tscherkessisch ist. Das wissen wir nicht so genau. Das ist ein hübsches Porträt, das, glaube ich, gemalt wurde während ihrer Flitterwochen. La maison. C'est très important pour une famille. So ein Haus ist wichtig für eine Familie, die schon so lange hier lebt. Man muss die Tradition pflegen, um sie an die nächste Generation weiterzugeben. Meine Welt ist in Flammen aufgegangen. Daran gibt es nichts herumzudeuteln. Der Deutsch-Französische Krieg und der Zusammenbruch der Monarchie in Frankreich haben nur verbrannte Erde hinterlassen. Zumindest für mich. Das war das Ende meiner Karriere. An der Münchner Akademie habe ich studiert. Ich hatte gute Lehrer, aber selbst bin ich kein Professor geworden, konnte keine Schule begründen, war eben Fürstenmaler. Und avancierte zum Malerfürsten. Aber was bleibt nun von mir und meinem Werk? Was? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Schönheit eine leicht verderbliche Ware ist. Einmal ist es in der Geschichte der Malerei ganz bedeutend, wie jemand, der ursprünglich von einer akademischen Malerei kommt, doch in seinen Bildern die neuen Stile mit integriert, auch wenn das immer nur in kleinen Flächen war. Ich denke, dass man ihn durchaus in der Nähe von Manet sehen muss. Es gibt Partien, die sehr locker, sehr leicht gemalt sind. Er war ein grandioser Maler. Also einfach als Maler ist er wieder zu entdecken, aber er ist natürlich auch eine Person der Zeitgeschichte. Er hat einfach die höfische Welt vor 1870 in Europa auf seine Bilder gebracht. Er hat aber auch ein neues Bild der Frau in seine Bilder zum Tragen gebracht. Also er hat damit aufgehört, Frauen steif und statisch vom Korsett gebeugt sozusagen oder fast erdrückt zu malen. Sie können sich frei bewegen auf seinen Bildern. Sie sind relativ leicht gekleidet. Also auch höfische Frauen sind eben nicht im Ornat erstickt, sondern sie kleiden sich mit neuer Mode. Sie geben sich sehr weiblich und sie können sich als Frau wirklich entwickeln in seinen Bildern. Und das ist, glaube ich, auch wirklich das Geheimrezept, warum die weiblichen Auftraggeberinnen ihn so nachfragten und er dort so beliebt war. Er hat den Frauen ein eigenes Gesicht gegeben. An Sisi, an meinen Aufenthalt in Wien, vermag ich mich gut zu erinnern. Die Fürstenhöfe Europas, ihr Prunk, ihre Prachtentfaltung,
die Nähe zu den Regenten, die kurzweiligen Plaudereien während der Porträtsitzungen. Das war meine Welt. Eine internationale Welt, die ich mir mit den Mitteln der Kunst erobert habe. Eine Welt, die es nun nicht mehr gibt. Heute bleiben die Aufträge aus. Jetzt ersetzt ein technischer Apparat die Augen, die klugen Hände und den Verstand der Künstler. Die Technik verdrängt die Porträtmalerei. Nun lässt man sich fotografieren. Sogar Sissi, die Kaiserin von Österreich, macht das. Jetzt posiert sie vor ihrem Fotografen in exakt den Drehungen, die ich ihr einstmals gezeigt habe. Auch ich habe mich von einem solchen Apparat porträtieren lassen und schwankte lange zwischen dem Atelier von Bingham und jenem von Nadar. Mein Bruder Hermann und ich haben die neue Technik ebenfalls benutzt, als Hilfsmittel für unsere Malerei. Die Welt verliert ganz offensichtlich ihre Farbe. Sieht so in Wahrheit die Zukunft aus? Schwarz-weiß?